Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Philipp Klinkmüller. Ja, aus gegebenem Anlass haben wir uns dazu entschieden, eben heute ein großes Webinar zu verfassen, da sich ja doch aktuell einiges tut und eben auch viele Märkte an bestimmten wichtigen Punkten angelangt sind, insbesondere eben aktuell, was die Situation bei den Indizes anbetrifft. Nun, die diese Märkte abonniert haben, die werden ja zwischenzeitlich auch schon heute unser Update dazu gelesen haben. Steigen wir hier ein mit dem Dow Jones. Nun, Markt hat ja, das kann man ja sehr gut sehen, wie erwartet aus unserem C-Bereich heraus hier sauber nach unten korrigiert, ja, aber die nun eingetretene Entwicklung zwingt uns eben zu der Annahme, dass wir eben hier diese Korrektur bereits abgeschlossen haben, ja, und entsprechend nun von hier aus eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erleben werden. Ja. Gefällt uns das jetzt hier aktuell? Es hält sich ehrlicherweise, muss man sagen, hier in Grenzen. Warum? Weil wir natürlich zum einen hier wieder nur relativ schwach korrigiert haben, hier auch wenig abgetragen wurde von dem überkauften Zustand des Marktes, sowohl eigentlich auf der kurzfristigen als auch auf der längerfristigen Ebene. Aber nichtsdestotrotz, der Markt hat hier wieder erneut ein Kaufsignal ausgebaut, hat hier eine klare, sehr impulsive Struktur ausgebaut und wir sind gezwungen, hier long zu gehen, denn, wie man hier unschwer erkennen kann, das nächste Ziel, was wir jetzt hier wahrscheinlich ansteuern, liegt im Bereich von 31.000, 31.500 Punkten und ja, entsprechend dessen müssen wir diesen Trade eingehen. Jetzt wäre es natürlich am komfortabelsten, weil wir gehen jetzt davon aus, wie gesagt, diese Korrektur ist durch, dass der Markt hier nicht mehr unter 28.105 zurückfallen wird, dass wir den Stop hier drunter setzen. Das ist natürlich, ich denke mal, wird jedem klar sein, vollkommen indiskutabel, obwohl das prozentual noch nicht mal so viel wäre. Aber deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, eben hier den Stop unter dieses letzte Zwischentief hier zu setzen, was eben hier sich im Bereich von rund 28.900 eben befindet und von dort aus dann eben, ja, jetzt mal drauf zu setzen. Also wenn man hier diese unterwellige Struktur abzielt, dann gehen wir da davon aus, dass das jetzt eben ein Level ist, wo der Markt eben jetzt hier, wie gesagt, nicht mehr drunter geht oder auch nicht mehr drunter gehen sollte, besser gesagt. Ja. Und ja, wir eben hier, wie gesagt, nicht mehr unter diese 28.937 Punkte fallen, respektive eben eigentlich schon nicht mehr hier unter dieses Zwischenhoch hier bei 29.091 Punkten abtauchen. Ja. Also das ist jetzt hier die Ausgangssituation. Entsprechend dessen haben wir uns jetzt hier aufgestellt, ja, und ja, werden jetzt hier im weiteren Verlauf eben diese Bewegung hier mit dann eben verfolgen. Und ja, wir mussten diesen Long, wie gesagt, eingehen, weil es wäre jetzt, würde keinen Sinn machen, jetzt hier auf eine Gegenbewegung zu setzen. Natürlich ohne weiteres ist die möglich, denn der Markt ist hier aktuell auch schon wieder grell auf imminenter Basis sehr stark am Anschlag, aber wir wissen halt nicht, wie weit kommt er noch zurück oder kommt er überhaupt so weit zurück, dass das jetzt irgendeinen Vorteil bringen würde. Entsprechend dessen haben wir uns jetzt entschieden, den Long einzugehen. Wenn wir ausgestoppt werden, werden wir nochmal einen Versuch dann direkt unternehmen. Vielleicht kriegen wir dann den Stop unter 28.105. Natürlich hoffen wir mal grundsätzlich nicht, dass wir jetzt ausgestoppt werden, aber das ist ein hochriskantes Umfeld, da machen wir uns nichts vor, denn wie gesagt, diese Struktur hier und diese ganze Bewegung macht halt eine Stopsetzung eben auch nicht gerade leicht. Ja, ähnliche Situation haben wir eben auch im S&P 500, auch hier müssen wir davon ausgehen, sorry, da bin ich ganz zu weit, so, hier ist er, dass wir eben auch hier jetzt es mit einer immensen Ausdehnung eben dieser Bewegung zu tun bekommen und hier direkt weiter in Richtung Norden durchstarten. Auch der hat ein neues Allzeithoch hier gerissen, sind jetzt auch hier drin, unser Stop aktuell 3280 Punkte. Und ja, im Endeffekt alle Aussagen, die ich gerade für den Dow getroffen habe, erstrecken sich natürlich auch auf den S&P 500. Und auch hier muss man jetzt eben sehen, dass er das hier bestmöglich eigentlich direkt eben nach Norden durchbringt. Und ja, das nächste Ziel, Zwischenziel wären dann 3419 Punkte, aber wir stellen uns eben hier sogar darauf ein, dass wir dann eben sogar direkt Richtung 3550 hier oben durchladen werden mit dieser Bewegung. Und ja, entsprechend dessen waren wir auch hier jetzt ganz klar mehr oder minder gezwungen, hier long zu gehen. Viele auch der Aktien, die wir beobachten aus dem Dow-Paket, die haben wir auch hier schon wieder Kaufsignale generiert. Da werden heute auch noch Trades rausgehen diesbezüglich. Also auch da hat sich schon wieder einiges gewandelt. Die Korrekturen sind super flach und schnell abgearbeitet und es geht weiter mit der Show. Ja, die dürfen wir nicht verpassen. Entsprechend dessen haben wir heute hier jetzt gehandelt, auch wenn uns das vielleicht nach unserem sonstigen Risikoverständnis und der Art und Weise, wie wir grundsätzlich an solche Dinge herangehen, nicht schmeckt, aber es bringt nichts. Ja,
DAX müssen wir heute mal, haben wir gesagt, da warten wir jetzt erstmal noch ab. Der hat auch noch kein neues Hoch gerissen, aber letzten Endes, es läuft auf die gleiche Situation hinaus. Das kann also gut sein, dass wir auch eventuell sogar heute noch im DAX einsteigen, respektive dann eben spätestens morgen und auch hier dann eben auf der Long-Seite investiert sein wollen. Nächstes Ziel hier, man kann es sehen, Bereich 14,5, 14,6 da oben. Davon müssen wir eben auch ausgehen, dass es eben hier zu dieser Ausdehnung kommt. Und ja, der Markt hier diese Fuhre direkt weiter in Richtung Norden massivst anschieben wird. Und ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht dazu zu sagen. Das ist eben die Entwicklung, von der hier ausgegangen werden muss. Entsprechend dessen werden wir dann auch hier eine Long Trade ansetzen. Da warten wir jetzt heute noch ab, dass er hier am besten das Hoch noch nimmt und werden dann auch entsprechend in den Markt investieren. Ja, schauen wir weiter. Zu den Kryptos. Da läuft es sehr, 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 sehr gut seit unseren Long-Einstiegen. Bitcoin ist jetzt zum Glück wieder nach oben ausgebrochen, hat das 78,6 Retracement genommen und ist jetzt endlich auf dem Weg hier Richtung 10,185, 10,396, um dann eben auch hier diese Welle 5 zu bestätigen und die eben auch auszufüllen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt, der hier gegangen werden musste. Ansonsten hätte das Ganze hier auch leicht korrektiv bleiben können und eben nicht diese primäre Erwartung eines großen One-Two-Setups ausfüllen. Ja, noch viel, viel besser, muss man ganz klar sagen, läuft es natürlich hier aktuell im Ethereum. Ja. Das ist hier wunderbar weiter nach oben ausgebrochen. Push diese Welle 5 von 3 hier weiter in Richtung Norden. Das gefällt uns natürlich sehr gut, wie man sich denken kann. Da liegen wir also sehr schön hier im Plus. Ich werde mal ganz kurz hier noch die Extensions nach oben ergänzen. Und ja, also da sind wir natürlich hochzufrieden mit dieser aktuellen Entwicklung, die der Markt eben jetzt hier genommen hat. Und ja, also da müssen wir uns sogar darauf einstellen, dass wir eventuell hier direkt Richtung 225 laufen, was jetzt noch 10 Dollar entspricht. Also das hier alles natürlich sehr gut. Ja. Wir sind hier ist exzellent reingekommen, hier bei 141. Also da sind wir jetzt bald dann auch schon knapp 100% im Plus mit dieser Position. Ja, schauen wir weiter zu Gold. Nun, Gold hat uns natürlich zum Wochenauftakt sehr stark verärgert, das muss ich ganz klar zugeben. Ich meine, hier oben wegen dem Dollar 50 aus dem Short rauszufliegen, der sich dann danach hier wunderbar nach unten entwickelt hat. Ja, ich meine, arg viel ärgerlicher geht's nicht, ja. Aktuell der Markt wieder auf einer Gegenbewegung unterwegs, solange die sich jetzt eben auch hier unter diesem Hoch hält, ja, so lange können wir dann eben auch entsprechend davon ausgehen, dass der Abverkauf sich dann da eben auch weiter fortsetzen wird, ja. Und das ist auch aktuell ganz klar unsere primäre Erwartung, dass eben dieser Abverkauf sich weiter fortsetzen wird. Wir haben jetzt hier eben die Möglichkeit, gegebenenfalls jetzt mit dieser Gegenbewegung hier dann doch nochmal die Möglichkeit zu bekommen, einen Short einzugehen. Das werden wir auch versuchen. Ja, Long sind wir sowieso, die behalten wir jetzt auch. Je nachdem, wie sich hier die weitere Lage entwickelt, denken wir darüber nach, hier nochmals einen Verkauf zu tätigen. Aber aktuell, wir lassen die jetzt erstmal laufen. Dann sind wir auf jeden Fall hier auf der sicheren Seite, falls der Markt sich jetzt doch noch wieder erwartend hier entscheiden sollte, auszubrechen und diese Korrektur nicht fortsetzt. Aber wir werden hier auf jeden Fall aktuell auch nochmal da nach einer Möglichkeit Ausschau halten, hier den Markt zu shorten, weil sich das eben aufgrund der begleitenden Erscheinungen und auch den Verkaufssignalen, die hier immer noch aktiv, ganz klar aktiv sind, einfach auch so anbieten würde. Da gehen wir davon aus, dass wir da im heutigen, morgigen Handel wahrscheinlich Klarheit drüber haben werden. Ja, im GLD gehen wir auch weiter davon aus, dass er diesen Abverkauf fortsetzen wird in Richtung dieses Zielbereiches und shorten werden wir den nicht, weil uns das einfach aufgrund der ganzen Gaps einfach zu riskant ist. Ja, Silber, ähnliches Bild. Auch hier gehen wir von einer Fortsetzung dieses Abverkaufes aus. Wir erwarten, dass der Markt hier nochmals ein Tief ausbauen wird, um diese Welle 2 auszubauen. Wichtig bleibt hier weiterhin natürlich, 16,56 dürfen hier keinesfalls unterschritten werden. Ansonsten wäre diese gesamte Aufwärtsbewegung hier dann am Ende der Reise angelangt und wir müssten uns eben auf empfindlich tiefere Kurse einstellen. Auch im SLV gehen wir weiter von tieferen Kursen aus. Da haben wir auch noch sehr gut Platz, auch was die Retracements angeht. Also da gehe ich in jedem Fall von dem Erreichen der 16,12 aus aktuell. Da gibt es jetzt auch nichts, was uns davon bislang eben abbringen konnte. Also im Endeffekt in beiden Edelmetallen und den begleitenden Werten GLD und SLV gehen wir erstmal noch von tieferen Notierungen aus, ehe sich das Ding dann wieder in Richtung Norden aufmachen kann. Wenn wir hier natürlich durchrutschen, dann klar, war es das. Ja, GDX, GDXJ, die sind weiterhin mit einer Nahtoderfahrung nach der anderen beschäftigt.
Bislang haben unsere Stops hier für die Long-Position gehalten. Wir sind nicht rausgeflogen, auch wenn es hier jetzt zweimal ja schon sehr knapp gewesen ist, insbesondere im GDX, als auch eben aber im GDXJ. Wir bleiben hier long investiert, weil ich habe es auch schon mehrfach erläutert, das Risiko ist einfach da, beziehungsweise die Option ist ja weiterhin da, dass die eben doch nach oben ausbrechen und dann ist halt eben das Risiko natürlich aus unserer Sicht sehr, sehr groß, ja, dass wir dann eben nachher letzten Endes hier einfach vom Markt zurückgelassen werden würden und dann eben erstmal keine gute Chance hätten, hier in diese Bewegung eben reinzukommen. Und das ist halt eben im Endeffekt das, was wir jetzt einfach hier verhindern möchten, ja, um da dann eben ja auf der sicheren Seite zu sein. Ich meine, der Trade ist für uns aktuell ja kostenlos. Also von daher halten wir die Position jetzt einfach weiter. Wir haben ja zwischenzeitlich auch schon mal Gewinne realisiert und werden einfach abwarten, wie sich hier das ganze Thema dann eben in den nächsten Tagen eben dann entwickeln wird. Auf Gold zu setzen und dessen Bewegungen hat der Minen bislang im letzten Jahr, ja, und jetzt auch in den ersten Wochen diesen Jahres relativ wenig gebracht, weil es einfach kaum darauf reagiert. Ich meine, das haben wir schon öfters thematisiert. Gemessen an der Entwicklung im Gold müssten wir hier ganz woanders stehen. Ja? Wir müssten weit über den Hochs aus 2016 stehen. Ja, wir sind noch nicht mal in der Nähe dieser Hochs gewesen im GDXJ. Also das bleibt das alte Problem. Ja? An der Stelle noch der Hinweis, am morgigen Tag erscheinen, beziehungsweise am Sonntag erscheinen die Sonderberichte zu den Minen. Und dann wird eben auch ab nächster Woche das Update dort umgestellt und eben mehr um ein bestehendes Portfolio aus Minenaktien dann eben ergänzt werden. Ja, kommen wir zum WTI. Das ist momentan auch weiterhin eine sehr zickige Angelegenheit hier. Hier ist imminent jetzt die Möglichkeit erwacht. Ja, wir haben hier zwischenzeitlich eben mal Kurse über den 51,69 hier angelaufen. Als erste Bestätigung, dass hier möglicherweise ein Tief drin ist, also zunächst mal hier in der Welle 4 dann eben drin ist, respektive in der Alternative, weil wir eigentlich die 3 hier weiter unten gesehen hätten, ne? Und wir dann eine Gegenbewegung sehen und dann von dort aus sich die Abwärtsbewegung weiter fortsetzt. Da wird es jetzt sehr spannend, was in den nächsten Tagen passiert. Wir würden jetzt auch hier nicht zurückschrecken, hier nochmal einen Long-Versuch zu unternehmen, falls sich eben hier eine Kaufchance oder ein Kaufsignal eben ergibt im WTI. Bislang ist das nicht der Fall. Hier ist jetzt aktuell insbesondere eben auch der Vergleich mit dem USO interessant. Der hat hier eben bei weitem nicht so viel nach unten gemacht. Diese wichtige Marke von 10,43, die konnte erstmal hier noch gehalten werden. Also da wird es jetzt wieder mal so eine spannende Situation geben, einen Schlagabtausch zwischen diesen beiden Werten, wer jetzt hier recht behält. Ja. Sobald sich eine Longchance in beiden ergibt, werden wir die natürlich ergreifen, gar keine Frage. Gleiches gilt natürlich auch, wenn sich das jetzt hier als Gegenbewegung entpuppt, dass wir natürlich dann auch die Chance ergreifen werden, den Markt hier zu shorten, denn wie gesagt, wenn sich das so weiter durchsetzt, sehen wir hier natürlich empfindlichst tiefere Kurse auf den Markt zukommen und das Gleiche gilt natürlich auch für den USO. Ja, was tiefere Kurse anbetrifft, noch immer nicht am Ende seiner Reise angelangt ist Natural Gas. Da sah es mal die letzten zwei Tage zwischenzeitlich doch recht gut aus. Das hat der Markt aber dann wieder relativ schnell dann auch gestern neutralisiert. Und wir kommen hier einfach aktuell eben noch nicht richtig voran. Es ändert aber nichts an unserer Perspektive. Wir sehen den Markt hier nicht verschwinden und wir sehen das auch hier im Hinblick auf die aktuelle saisonale Entwicklung, die jetzt natürlich viele hier anbringen, absolut unkritisch, denn auch wenn man mal in der Historie zurückgeht, wenn der Markt solche markanten Tiefs ausgebaut hat, spielt die Saisonalität eine untergeordnete Rolle. Dass der Markt jetzt sicherlich nicht unbedingt in den nächsten Wochen dann auf 5 geht, ist auch klar. Aber wir reden hier dann von Kursen von 1,80, 1,70 herum, wo wir jetzt eventuell noch hinlaufen werden. Und wenn wir dann von dort aus auf 2,60 gehen, muss ich ehrlich sagen, reicht mir das schon. Ja? Ich meine, wir werden mit dem nächsten Nachkauf unseren Einstiegskurs auf 2 Dollar, respektive auf unter 2 Dollar, dann wahrscheinlich verbessern. Und ja, dann kann man es leicht hochrechnen. Dann haben wir hier wieder schnell mal 40% gemacht mit diesem Wert. Von daher bin ich da recht entspannt, was das Thema anbetrifft. Da müssen es nicht mal die 5 oder 6 Dollar sein. Das reicht dann eben an der Stelle schon aus und dann ist man eben auch fürs weitere Jahr dann eben gut aufgestellt, weil den Stop da unten wird der Markt dann wohl auch im zweiten Halbjahr 2020 dann wahrscheinlich nicht mehr angreifen können. Ja, dann werfen wir abschließend noch einen Blick auf Euro-US-Dollar und Dollar-Index, die zwei leidigen Gesellen hier.
Ah ja, auch der Hinweis, das Update wird ja auch ergänzt um weitere Werte. Da läuft aktuell auch die Umfrage, die wurde an Sie alle verschickt. Also da bitte auch entsprechend antworten. Wir nehmen das, was Sie hier antworten, auch ernst, ja, denn es ist im Endeffekt das, was Sie hier möchten und analysiert haben möchten. Das werden wir nachher auch aufnehmen, denn wir haben natürlich Ideen, was wir hier reintun würden, aber hilft halt eben nichts, wenn wir hier schöne Ideen haben und nachher interessiert es aber keine Sau, ja, um es mal deutlich zu sagen. Das ist also für uns nicht hilfreich. Das heißt, bitte hier diese Umfrage wirklich ernst nehmen, das auch bitte fleißig beantworten. Das dauert vielleicht 3 Minuten, also bitte sich die Zeit nehmen. Wir nehmen das alles ernst, werden das auswerten und werden dann eben die Werte auch übernehmen, die hier die meisten Anfragen bekommen, um eben dieses Update für Sie dann alle auch entsprechend aufzuwerten. Ja, der Euro kämpft immer noch mit der Option, ob hier eventuell doch ein Ausbruch gelingt. Also solange die 1,0981 nicht gebrochen werden, solange ist das auch tatsächlich im Rahmen des Möglichen. Ja. Werden die unterschritten, dann ist hier wieder erstmal feuerfrei nach Süden und dann müssen wir uns sogar eigentlich direkt auf Kurse im Bereich 1,07 einstellen hier unten, ehe dann von dort aus meine Gegenbewegung erfolgen kann, respektive diese ganze Bewegung kann dann sogar hier in Richtung 104, respektive sogar noch etwas tiefer abdriften. Also das sind auch die Konsequenzen hier. Wir müssen das hier aktuell abwarten. Wir können hier aktuell keinen Trade eingehen, insbesondere auch solange der Dollar-Index sich hier nicht entschieden hat, denn da stehen wir weiterhin eben unter den 98,54 und solange das eben auch existent ist, solange macht es hier eben auch keinen Sinn, sich hier eben für die Long-Seite zu entscheiden. Wir warten jetzt weiter ab, wie sich das hier jetzt die nächsten Tage entwickelt und dann werden wir eben abwägen, gehen wir im Euro Short, gehen wir im Dollar Index Long oder gehen wir im Euro Short sogar und gehen im Dollar Index dann nochmal Long. Also das sollte sich hier mal hoffentlich vielleicht sogar noch diese Woche, spätestens zum Anfang der kommenden Handelswoche dann entschieden haben. Ja, damit sind wir am Ende dieses Webinars. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche mal ein schönes Wochenende bis zum Dienstag.